Yo, was geht ab, na? Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und wie kann die Woche denn besser enden, als mit einer schönen Ladung voller geistigen Dünnschiss in Form von TikTok oder Instagram-Clips? Ich kann mir echt nichts Besseres vorstellen, deswegen let's get it started, ja? Wisst ihr, wie das Wochenende bis jetzt bei mir aussah? Ungefähr so. Wer auch immer dieses Video gemacht hat, du bist verfolgt vom Pech. Irgendwo in den letzten Jahren hast du schlechtes Karma kassiert und das war die gerechte Strafe dafür. Wie kann denn die Cola genauso flippen und dann diese Fontäne rausjacksen? Okay, sorry, das mit dem Jackson war jetzt ein bisschen übertrieben. Sorry, sorry, da war ich ein bisschen sassy. Einmal ein dickes Rest in Peace an diesem guten Boden in dieser Küche. Der Bre muss danach erstmal 2 Wochen sauber machen und noch eine extra Reinigungsfirma holen, damit diese klebrige Scheiße von diesem Boden wieder weggeht. Naja, egal. Hauptsache, er konnte sich danach noch seinen Drink machen. Ich hatte ja schon gestern im Video ein paar Zitate dabei, die einfach unglaublich waren und die mich echt zum Nachdenken angeregt haben. Vielleicht euch auch, deswegen, falls ihr das gestrige Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an, das war ein Banger. Aber naja, wie auch immer, ich habe hier einfach noch einmal ein Zitat mitgebracht von einem Neuzeit-Goethen, ja, von einem Philosophen aus dem Jahr 2024, ein Dichter und Denker. Ich habe ein sehr starkes Zitat. Ein Mann, der nicht trainiert, ist kein Mann. Zitat Ende! Gänsehosen! Gänsehose! Ey, erstmal das Zitat, das war schon unglaublich scheiße, aber was macht denn dein Kollege dann im Hintergrund? Der nimmt dich ja noch einmal komplett auseinander, der sagt, Zitat Ende! Gänsehose! Was für Gänsehose, Bruder? Heißt das nicht Gänsehaut? Verwechsel ich hier was? Oder das heißt doch Gänsehaut und nicht Gänsehose. Das ist echt eine absolute Psychose. Ich kann ja nur raten, in welcher Stadt das passiert ist. Ja, natürlich in Duisburg. Wo auch sonst findet man solche intelligenten Dichter und Denker? Und wir gehen auch direkt weiter mit dem nächsten Clip. Und ich war echt nicht drauf vorbereitet. Ich habe schon ganz vergessen, aber jetzt schaue ich hier gerade wieder drauf und lese da Duisburg Innenstadt. Duisburg. Oh Mann, was machen wir noch mit dieser Stadt? Was ist denn da schon wieder los? Obwohl, was wundere ich mich? Das ist wahrscheinlich der normalste Tag, den Duisburg seit 20 Jahren erlebt hat. Da geht halt heute zum Glück nur sowas ab. Und was sind das für Sounds? Kommt das wirklich von dieser Frau da? Oder ist es vielleicht noch die Gänsehose von vorher, die diese Sounds macht? Haben Sie einen Euro? Okay, du willst einen Euro von mir, aber dann frag mich doch bitte auch normal. Wenn du mich nett und lieb fragst nach einem Euro, dann würde ich dir sogar einen Fünfer in die Hand drücken. Aber wenn du so auf mich zukommst und mich fragst, ob ich dir einen Euro geben kann, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Geh weg von mir, du Cracky. Ich hau rein, Mann. Ich würde wirklich im Vollsprint wegrennen. Gar keinen Bock jetzt. Ach, Duisburg, ach, Duisburg, ach, Duisburg. Und wieso hört sich eigentlich diese Frau genauso an wie die Lache von Thaddäus? Ich höre keinen Unterschied, das ist geisteskrank. Und genauso geisteskrank, obwohl, nein, nein, genauso entspannt geht es weiter. Denn hier haben wir ein ganz normales Video, irgendein Typ steht da am Fenster, da steht wahrscheinlich eine Klimaanlage oder was das ist. Die steht halt so draußen an dem Fenster, damit sie die schöne, kühle Luft von draußen einsaugt und reingibt in die Wohnung. Und anscheinend ist das hier auch nicht seine Wohnung, also es ist irgendeine Party, er ist zu Besuch und checkt jetzt einfach mal die Klimaanlage aus. Und ciao, die Klimaanlage hat sich mal ganz kurz verabschiedet. Haut da rein, tschö mit Ö. Ich feiere auch die Reaktion von diesem Typen, ne? Wegen ihm ist die Klimaanlage aus dem Fenster geflogen, nur weil er irgendwie das Fenster öffnen wollte, keine Ahnung. Und jetzt liegt die Klimaanlage unten im Garten, ne? Und der Bruder. Und er macht einfach das Fenster zu, die Jalousien runter und tut so, als wäre nichts geschehen. Nee, nee, alles gut, hat niemand gesehen. Ist niemandem aufgefallen. Da stand halt nur leider ein Typ so vor dir mit einer Kamera und hat das Ganze auf Video. Aber nee, nee, das wird niemandem auffallen. Auch nicht, wenn die Person, dem das Haus gehört, plötzlich am Morgen danach einfach so seine Klimaanlage im Garten sieht. Wie stumpf die da rausgeflogen ist und wie stumpf es auch diesen Stecker aus der Steckdose gerissen hat. Ich komme darauf nicht klar. Und ich muss ehrlich sagen, genau das wäre auch der Move, den ich gebracht hätte da. Ich bin auf einer Party und sowas Dummes passiert, ey. Ich war's nicht. Okay, ich war's nicht. Keine Ahnung, wer das war. Weiß ich nicht, ich habe nichts gesehen. Als ich gestern so in meinem Bett lag, hat mir mein Onkel ein Video von sich geschickt. Der ist gerade irgendwo im Urlaub und ja, seht einfach selbst. Was?
Aua, ich verstehe kein Wort. Bitte, was sollen diese goofy Android-Klingeltöne da? Was ist das für ein Handy? Wer hat das programmiert, dass während du ein Video machst, einfach diese Töne komplett alles f***en? Okay, ich bekomme eine Psychose davon. Ich kann das nicht mehr hören. Aua, meine Ohren. Bis jetzt auch noch nicht ein einziges Wort von meinem Onkel da verstanden. Das Video ist absolut random. Was passiert hier gerade? Ja, danke auf jeden Fall an meinen Onkel. Ich habe leider kein Wort verstanden. Falls ihr was verstanden habt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Bitte helft mir. Ja, ne? Aber auch ehrlich gesagt, selber schuld, wenn man sich ein Samsung holt. Oh mein Gott. Stell dir vor, du hast ein Samsung-Telefon und kein iPhone. Oh mein Gott, was bist du denn für einer? Spaß, Spaß, Spaß. Okay, Spaß. Bevor schon die ersten gerade die Kommentare geöffnet haben, ich löse auf. Es war nur ein Spaß, okay? Ist mir komplett egal, was für ein Handy ihr habt. Hauptsache, ihr schickt mir keine Nachricht und habt dann so ein Handy. Okay, Leute, sowas wie hier, das gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und zwar, ich habe mal wieder ein kleines Kind gefunden, ne? Einen kleinen Butchie, der unterwegs ist mit einer Elfbar, mit einer Vape. Okay, der ist am Vapen, der ist draußen unterwegs am Vapen. Can I hit the neck? No! Why do you want to hit it? I just want to hit it, man. Was ein Ehrenmann. Wer auch immer gerade die Vape von dem kleinen Jungen abgezogen hat und sie weggeschmissen hat, du bist ein Ehrenmann. Er wollte wirklich nur das Beste. Genau das ist die richtige Aktion, wenn man so einen kleinen Jungen da sieht mit seinem kleinen Fahrrad da, wie er einfach eine Vape in der Hand hat. Wie alt ist der denn? Der ist doch gerade mal 13? 12? 11? Und er ist draußen unterwegs mit der Vape. Nein, nein, bitte nicht meine Vape. Bitte, du kannst doch nicht meine Vape wegschmeißen. Schaut dort auf jeden Fall an die zwei Typen hier, die den kleinen Jungen da retten wollen. Die wollen wirklich nur das Beste von ihnen und einfach die Vape entsorgen. Und guck dir den mal bitte da hinten an. Der geht jetzt ins Gebüsch und sucht seine Vape. Oh nein, oh nein. Bro, lass los. No, don't. Hey, bro, don't do that. Hey. Very bad. Nicotine is bad for you. No. Very. Bro, I'm telling you, bro. Nicotine's bad. Er hat ihn nochmal weggeworfen. Der kleine Junge hat ihn gerade erst wiedergefunden nach 2 Stunden Suchen und direkt wird die wieder weggeflackt. Aber genau so muss das auch. Und als ob der da gerade wirklich so dasteht und so sagt, nein, meine Vape, ich will das. Der ist da einfach am Heulen wegen seiner Vape. Das kann ich nicht glauben, Mann. It's in the water. You wanna bet? Throw it back in water. Ah, super, er rennt auch noch hinterher. Hast du nicht gehört? Es ist im Water, Bro. Es ist im Wasser. Die Vape schwimmt im Wasser und er rennt trotzdem noch hinterher. Ich würde ihm sogar zutrauen, dass er seiner Vape hinterher springen würde im Fluss. Unglaublich. Da ist einfach ein kleiner Junge, der jetzt seine Vape sucht. Das ist wirklich eine Stufe zu krass. Ey, bitte, diese verdammten Vapes müssen verboten werden. An alle Leute, die dieses Video sehen und wirklich Vapes rauchen. Was macht ihr da, bitte? Seid mal ehrlich zu euch selber, was macht ihr denn da? Und wo wir gerade schon so bei kleinen Kindern sind, die ein bisschen traurig sind, ich habe hier noch einen Clip für das Gemüt. Dieser Clip macht mich aber wirklich glücklich. Obwohl, der Clip davor hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht, wo die Vape von den kleinen Jungen einfach 200 Meter weit gejizzelt wurde und er sie nie wiederbekommen wird. 3, 2, 1, and scammer, get scammed, buddy. Wow, oha, wie ist der denn am Schreien? Stop it, no. Stop it, no! Oha, der kleine Junge hat da gerade wahrscheinlich sein gesamtes Inventar verloren, für was er so 2 Monate durchgegrindet hat. Scammer gets scammed! Stop it! Oh mein Gott, der kleine Junge hat sich wirklich alle seine Dämonen einmal ganz kurz rausgeschrien. Einmal alles komplett rausgelassen. Stop it! Was muss sich wohl die Mutter gedacht haben, die so irgendwo nebenbei in einem anderen Raum war, wahrscheinlich gerade gedacht hat, der Junge lernt für die Schule und dann hört sie einfach das aus dem Nebenraum. Ich werde meinem kleinen Sohn die PlayStation abziehen. Was für ein Geisteskranker. Der hat genug gezockt. Der ist schon komplett durchgedreht. Ich glaube, das ist leider auch die Vorstufe von den Leuten, die anfangen mit Vapen. Der Junge, da würde ich sogar meine Hand dafür ins Feuer legen. Der fängt in den nächsten 2, 3 Wochen an mit Vapes. Weil irgendwie muss er ja den Frust wegbekommen. Irgendwie muss er das ja verarbeiten. Irgendwie muss er sich ja ablenken. Einfach mit einer schönen Vape in der Hand. Fühl ich, Digi, fühl ich, Digi. Was gibt's Besseres als eine Vape, ne? Und da hoffe ich dann, dass dieser Junge auch den 2 Typen von davor begegnet, die seine Vape nehmen und einfach wegschmeißen.
scheißen. Einfach die Vape abziehen. Und apropos abziehen, ich habe hier einen Clip von einem Dieb und... Ja, also ich verstehe es wirklich, wenn man so in den Supermarkt geht und sich irgendwas zu essen klaut, weil man vielleicht kein Geld hat oder keine Ahnung. Das muss jetzt auch echt nicht sein, aber irgendwo will ja der Mensch auch überleben, ne? Man kann es irgendwo noch rechtfertigen. Aber was hier jetzt gleich passiert, also da fehlen mir echt die Worte. Das ist nicht euer Ernst, Jungs. Das habt ihr nicht gemacht. Ihr seid nicht wirklich mit eurem Roller davor gefahren und habt dann den gesamten Tisch von diesen, was waren das? Waren das Sonnenbrillen? Haben die einfach diesen gesamten Tisch auf dem Flohmarkt wahrscheinlich irgendwo? Irgendjemand wollte da einfach nur sein Geld machen und die nehmen einfach alles mit. Die nehmen das Ding komplett in die Hand und fahren damit einfach weg. Wie dreist kann man sein? Das sind wirklich die gottlosesten Diebe, die ich jemals gesehen habe. Was zum Teufel? Die Mädchen da vorne, die wissen gerade auch gar nicht, was abgeht, ne? Die kommen auch nicht drauf klar, was hier gerade passiert ist. Die können das nicht glauben. Oh Mann, was ist das denn schon wieder für eine Scheiße bis hierhin in diesem Video? Aber zum Glück, Leute, gibt es am Ende des Videos, wie üblich, immer noch eine kleine Weisheit, immer noch einen kleinen Tipp, einen kleinen Lifehack vielleicht, der die Welt besser machen könnte. Und zwar kennen wir doch alle diesen Moment, man läuft so auf dem Bürgersteig und auf dem gleichen Bürgersteig kommt euch ein anderer Mensch entgegen. Und dann weiß man nicht, soll ich jetzt nach links, gehe ich nach rechts oder bleibe ich einfach stehen, weicht er aus? Und dann versucht man irgendwie auszuweichen, der eine geht nach links, der andere geht auch nach links, dann beide nach rechts. Da beide wieder hin und her und es ist voll der unangenehme Moment. Man, voll peinlich eigentlich. Aber genau dafür haben Leute in China die perfekte Lösung gefunden. Ich dachte mir auch so, hä? Wie soll man denn dafür eine Lösung finden? Also, das geht doch eigentlich nicht, oder? Doch, es geht. Genau über diese Situation rede ich. Man steht sich gegenüber und dann weiß man nicht, in welche Richtung man gehen soll. その後ガタガタした動きをさらしたりして、すれ違う頃には双方とても気まずいという誰も得をしない現象。いや、 guck mal, ich habe kein Wort von ihm verstanden, was er da gesagt hat oder so, aber ich weiß, wir haben genau über das gleiche geredet. Er hat genau das gesagt, was ich 2 Minuten vorher gesagt habe. Dieser unangenehme Moment, wenn man so hin und her geht und dann einfach peinlich dran vorbeilaufen, einfach nichts sagen. Schnell wieder vergessen. Aber jetzt kommt tatsächlich die Lösung für dieses Problem. Schnallt euch an, was uns diese chinesischen Ingenieure uns jetzt präsentieren werden. Ja, natürlich. Wer kennt es denn nicht? Einfach den Torpedoantritt hinten auf dem Körper haben als Rucksack und vorne einen Scanner, der jeden Weg scannt nach anderen Menschen, die vielleicht auch dir entgegenkommen könnten. Okay, macht weiter. Bis jetzt gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Wow, also das nenne ich Probleme analysieren und Probleme lösen. たとえ相手と動き出しが被っても、こちらの方が圧倒的に早く一瞬で動作を完了させられるので、双方の位置関係が初手で明確になり、進路かぶりが発生しません。 Oh mein Gott, ja, natürlich, wie smart. Wieso bin ich nicht einfach darauf vorher gekommen? Das ist eine Millionen-Dollar-Idee, einfach diese Jetpack-Stuff zu verkaufen, damit du, ja, diesen Situationen einfach aus dem Weg gehst. Natürlich macht doch Sinn, sich einfach von diesem Jetpack nach links boosten zu lassen, damit du ausweichst. Das macht Sinn. Das macht wirklich Sinn, ja? これでも歩道でのすれ違いに身構えることはありませんね。 Oha, man kann sogar am Speedrun durchlaufen. Wie krass. Die haben ja wirklich an alles gedacht. Kaisho-Systemとして完璧なものを提供できると確信しております. Hey, wie hat das denn jetzt schon wieder geendet? Und ich bin auch jetzt ganz ehrlich, das, was ich davor gesagt habe, dass es alles Sinn ergibt und dass es cool ist und dass es irgendwie etwas bringt, das war Bullshit. Das ist die schlechteste Erfindung, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wieso hat sich auch irgendjemand da nur hingesetzt und dafür seine Zeit verschwendet? Hä? Wer hat dieses Video auch animiert? Und was muss sich dieser Typ dabei gedacht haben? So, der hat so diesen Auftrag bekommen. Yo, könntest du mal zufällig ein kleines Werbevideo machen für unser neues Produkt? Das würde dann ungefähr so aussehen. Und dann kommt das am Ende dabei rum. Und was ging da eigentlich jetzt am Ende ab?
Daran haben die natürlich nicht gedacht, ne? Dass wenn zwei diesen Ausweich-Jetpack haben, dass natürlich dann alles den Bach runtergeht, ne? Ja, super, klasse. Ja, meine Damen und Herren, wenn ihr wollt, dass ich dieses Jetpack einfach mal ausprobiere, mir das einfach mal kaufe für 20.000 Euro und das dann ausführlich für euch teste, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.